Die meisten dieser Benutzer von Magie, die sie gefangen nehmen, sind gefährlich und psychotisch. Dass sie uns vor diesen Leuten schützen, ist ein unschätzbarer Dienst, den sie uns erweisen. Wenn sie ein bisschen übereifrig waren, dann deshalb, weil sie eine Magierin ist, die gerade anwesend war, als es zu einer größeren magischen Störung kam. Tja, ich kann für nichts tun. Die verhüllten Magier stehen nicht unter unserem Kommando. Sie erweisen uns einen Dienst, aber sie tun, was sie wollen. Ihr Gefängnis ist sogar für unser Geheimnis genau wie ihre Mittonen. Es tut mir leid, liebe Frau, es gibt wirklich nichts, was wir für euch tun können. Hoffentlich erkennen die verhüllten Magier ihren Fehler und lassen eure Freundin frei. Ah ja, darauf werden wir nicht warten. Ein Beamter. Nicht noch einer. Alles, was ich in den lieben langen Tag zu hören kriege, sind Beschwerden. Beschwerden über Beschwerden und nochmal Beschwerden. Wie wär's dann zur Abwechslung mal mit einem aufputternden Klaps auf die Schulter? Klaps, bitteschön. Hochkommissar Brecker. Braucht ihr etwas, Bürger? Fehlt euch etwas, Bürger? Wer seid ihr? Kommissar Brecker, zu euren Diensten. Ich stehe in Diensten des Magistrats. Ermittle für diese Stadt in Sachen Gesetzesverstöße. Und es gibt hier etliches, das meiner Aufmerksamkeit bedarf. Glaubt mir. Der spricht lustig. Ich habe gehört, dass Magie hat Cutler verboten sei. Also ist das wahr? Die Anwendung von Magie ist verboten. Ausnahmen müssen vom Rat bestätigt werden, wie etwa bei den verrückten Magiern. Magie führt nur zu Chaos. Schaut euch nur mal die Schäden an den Promenaden an. Was passiert mit Leuten, die festgesetzt wurden? Die Behandlung von Magienutzer gehört nicht zu meinen Aufgaben. Nur die verhüllten Magier wissen da Bescheid. Für den Rat zählt nur, dass sie damit umgehen. Wo kann ich also die verhüllten Magier finden? Am besten gar nicht. Ich würde euch nicht empfehlen, es zu versuchen. Die verhüllten Magier sind gefährlich. Ich kann nur beten, dass sie nicht über euer offenkundiges Interesse erfahren. Wisst ihr etwas über den Vorfall der Promenade? Die verhüllten Magier haben zwei Magiernutzer festgenommen. Auch Schattendiebe waren darin verwickelt. Offenbar haben sie einen der Magier angegriffen. Darüber hinaus weiß ich nur wenig. Warum sollten die Schattendiebe einen Magier angreifen? Ich weiß nicht, warum fragt ihr sie nicht? Seid ihr nicht daran interessiert? Ist das nicht eure Aufgabe? Seufz, ich werde euch mal erzählen, worin meine Aufgabe nicht besteht, ja? Es gehört beispielsweise nicht dazu, meinen Aufgaben solchen Idioten wie euch zuzuhören. Einen schönen Tag noch. Wie unhöflich. So, wer bist du? Ein Beamter. Sprecht und dann verschwindet. Eine aufgebrachte Menge hat hier vorhin eine Drow rausgezerrt. Ich fürchte, sie wollen sie verbrennen. Warum tut denn hier niemand was? Oh, ein Drow-Freund? Verschwindet, Bürger. Ja. Ich muss mich um meine eigenen Geschäfte. Er muss jetzt bei sein Konto, okay? Berührt mich bloß nicht. Sprecht und dann verschwindet. Lars, ja, was ist? Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Wer seid ihr? Ihr könnt nicht von hier sein, so viel ist sicher. Ihr habt dort den offiziellen Herold für Herrn Cutler, bewahre der Familienwappen und Aufzeichnung. Jetzt verschwindet. Ihr braucht nicht unverschämt werden. Jemand, der eher dazu geneigt wäre, würde euch den Kopf abschlagen. Ha. Ich bin eine ziemlich wichtige Person beim Mädchen. Versucht das mal und ihr habt die ganze Wache am Hals. Geht jetzt. Hochnäsig. Manchmal frage ich mich ernsthaft, warum wir all diese Aufzeichnung aufbewahren müssen, wenn der größte Teil der Stadt ohnehin weder lesen noch schreiben kann. Ja, das traurige Mittelalter. Oh Himmel, schon wieder ein Bettler. Ihr bekommt von mir keine Almosen. Gerade habe ich herausgefunden, dass bei der Jagd auf Steuerflüchtlinge vor 10 Jahren 3 Leute ums Leben gekommen sind. Natürlich hat uns niemand darüber informiert. Wenn wir weiter so tun, als würden wir von nichts... Als wüssten wir von nichts, könnten wir immer noch jemanden zur Zahlung zwingen. Ja, erbärmliche Bürokraten und Politiker. Nur die Geldgeber sind. So, als nächstes hier runter. Ins Vierkamp-Anwesen.
Hier ist ein hübscher Brunnen. Und da geht's ins Anwesen. Wie viel Uhr haben wir es jetzt? Ah, endlich erreiche ich meinen Besitz. Die Dienerschaft hat ihn in dieser letzten Zeit gut bewirtschaftet. Der spricht auch beim Bauch gestochen, der gute Kerl dort. Also es ist 18. Stunde jetzt am 5. Tag. Dabei müssten wir schon den 6. Tag haben. Wahrscheinlich beim Tagebuch mit 1 angefangen wird zu zählen und im ja, hier im 0. Tag im also die wahre Zeit am 0. Tag anfängt. Genau, hier ist Tag 1 2. Stunde, Tag 1 0. Stunde. Und das war in Wirklichkeit Tag 0 0. Stunde. Hier die Zählung. Ich warte. Was möchtet ihr? Ja. Also ins Anwesen der Vierkamps. Die Pflicht ruft. Ich verstehe. Ah, Peony. Hübsch von euch, was ihr vorne mit den Blumen angestellt habt. Wo ist eure Herrin? Fürst Kaedor, das muss weit über einen Monat her sein, dass ich euch zum letzten Mal sah. Es ist lange her, sage ich bei der Fürstin, sagt. Komm, Bedel, ist Maria zugegen? Oh, sicherlich, Fürst Kaedor. Maria ist in ihren Gemächern. Ich werde euch anmelden. Wenn möglich, Peony. Und sagt auch dem Mädchen Bescheid, dass ich wieder zu Hause bin. My Lady, Fürst Kaedor ist zurückgekehrt. Ja, seine beiden Töchter und seine Frau. Und sie verzieht sich in die Küche. Süße Vesper, wie geht es mit den Schularbeiten voran? Wirst du von den Priestern um meinetwillen nach wie vor gut behandelt? Ja, Vater. Also, das ist das. Seine kleine Tochter heißt Vesper. Gut, gut, das ist gut zu wissen. Und Leona, die Jungs, lasst euch jetzt mitspielen. Sie ärgert euch nicht mehr. Nicht, wenn die Priester da sind und zuhören können. Seine Tochter sieht eigentlich schon ziemlich alt aus. Gut, gut, das ist gut. Mutter, können wir jetzt gehen? Ah, durch, meine Lieben. Geht ins Wohnzimmer zurück, während euer Vater und ich uns unterhalten. Seine Kinder sind nicht sonderlich von ihm begeistert. Also, was sind das hier für Leute? Heiden, die ihr in Kalimhafen bekehrt habt? Pilgerer, über die ihr in Saradusch gestolpert seid? Danke. Maria, das hier ist Talisa. Wir suchen nach einer Freundin aus der Kindheit, die... Es ist mir egal, Kaedor. Vor 2 Monaten seid ihr das letzte Mal hier gewesen und da auch nur für einen knappen Tag. Nicht mal lange genug, um auch nur euren Geruch zu hinterlassen. Die Arbeit des Ordens muss getan werden, Maria. Ihr wisst, dass ich hier wäre, hätte ich die Wahl. Würdet ihr? Würdet ihr das wirklich? Das Kinderhaus ist direkt hinter der Stadt, aber noch nicht einmal dann sehe ich euch. Ich höre immer nur der Orden hier, der Orden da. Was mit meinem Herzen, Eldorn? Was, wenn ich euch nicht mehr liebe? Maria? Liebesdrama. Was, wenn die Mädchen nicht mehr ohne Vater leben können? Was, wenn ich nicht mehr ohne Ehemann leben kann? Ihr liebt mich nicht mehr? Ich habe euch immer geliebt und ich werde es auch weiterhin tun. Wie gut ich es auch immer zu verbergen vermag, jeder Tag, den ich ohne euch verbringen muss, ist wie ein auf ewiglich verlorener Tag. Ich liebe euch ebenso, wie ich die Kirche liebe, aber die Kirche ist ein gestrengere Meister. Wir wussten das, als wir heirateten. Ich weiß und ich liebe euch genauso von ganzem Herzen. Wenn also die Liebe in uns wohnt, was kann dann je zwischen uns treten, Maria? Ich treffe mich seit einiger Zeit mit einem anderen Mann. Die Kinder und die Niederschaft wissen es bereits. Er hat die Mädchen 2-mal in den Zirkus mitgenommen, o Kaedor. Ihr was? Wie ist sein Name? William, Sir William von Torpe. Ich bitte euch, tut ihm nichts an, Kaedor. Wenn ich euch schon nicht haben kann, lasst mich jedenfalls etwas haben. Ich habe das Gefühl, wir mischen uns in etwas Privates ein, Talisa. Ich fühle mich unwohl dabei. Vielleicht sollten wir einfach gehen. Geht zu euren Töchtern. Euch jetzt in die Augen zu schauen zu müssen, Maria,
euch jetzt anschauen zu müssen, macht mich wahnsinnig. Okay, Keldorn geht's nicht gut. Verflucht sei der Ehrenkodex. Oh, selbst die Götter fordern, dass ich diesen Fall vor Gericht bringe. Sir William wird hängen und die Liebe meines Lebens eingekerkert. Einen anderen Ausgang kann es nicht geben. Selbst in eurem Kummer beweist ihr noch Weisheit. Lasst uns zum Gericht gehen. Er ist halt ein Paladin. Das ist das, was ich vorhin bei Jan Jansen angesprochen hatte. Er will gleich zum Gericht marschieren und das Rechtschaffende tun. Wahrscheinlich auch aus Zorn. Wobei, wenn er richtig zornig wäre, würde er jetzt William suchen und kalt machen. Aber er ist halt ein Paladin. Also eigentlich ist er halt ein Inquisitor, also Unterklasse vom Paladin. Vielleicht solltet ihr mit ihr sprechen. Habe ich das jetzt vor? Selbst in eurem Kummer beweist ihr noch Weisheit. Lasst uns zum Gericht gehen. Vielleicht solltet ihr mit ihr sprechen. Ich sage, bringt den Bastard um. Wer ist er denn überhaupt? Vielleicht solltet ihr Sir William in dieser Sache zur Rede stellen. Sir William von Torpe. Er ist ein fremder Adliger, der hier in Alcatla Geschäfte aufzieht. Er war ein guter Mann, zumindest habe ich das immer gedacht, bis jetzt. Oh, Talisa, nichts ist mehr klar. Kommt, ich kenne ihn und er ist im Mifrest im Vaukenspromenade. Lasst uns dorthin gehen und sehen, was wir herausfinden können. Ja, erzählt mir mehr davon. Sind die jetzt die Kinder? Ah, sie stehen alle da oben. Kann ich auf die einreden? Schluchz, bitte bei dir, man versucht es zu verstehen. Talisa, ich kann das nicht tun. Ich muss weg von meiner Frau, sonst werde ich wahnsinnig. Bitte, ich muss weg. Ja gut, das ist Keldorns Anwesen und ich denke, wir wollten erstmal gehen. Oder vielleicht noch mit ihr hier reden. Ihr seht aus, als wärt ihr ganz in Ordnung. Willkommen, meine Fürstin. Und danke für das Kompliment. Was ist mit den Kindern? Hallo, Leute. Schluchz geht weg. Ihr seid ein Fremder. Bitte lasst mich allein, werte Dame. Okay, die sind alle arg traurig und angepisst und sowieso. Also gehen wir lieber. Gut, das heißt, wir haben noch einen Auftrag. Haben wir jetzt das hier abgeschlossen mit Keldorn? Nein. Ja, Keldorn möchte seine Frau sehen. Haben wir hier einen weiteren Untereintrag. Keldorn ist schockiert darüber, herausfinden zu müssen, dass ihn seine Frau während seiner Abwesenheit mit einem anderen Mann betrogen hat. Er bringt es nicht über sich, mit ihr zu sprechen, aber er wird mit mir zusammen diesen Sir William von Torpe suchen und ihn zur Rede stellen. Keldorn meint, dass Sir William häufig im Wirtshaus Bifrest in Vaukens Promenade dass man ihn dort antreffen kann, ja. Gut. Das heißt, diese beiden Häuser gucken wir uns noch an und da sind wir hier fast fertig. Okay, da kommen wir nur von unten rein. Ne, eigentlich von hier. Beim Zirkus habe ich nie viel von den Städten gesehen. Sind sie alle so voller Leute wie diese hier? Das Torhaus hier sieht übrigens auch cool aus. Ich sage für Ruhe und Ordnung. Zur Seite Bürger. Ja, man merkt, die amnischen Soldaten hier in Adkatla sind ein bisschen steifer als die Soldaten, denen wir in Nashkel damals begegnet sind. Im Namen des Konzils. Das war zwar auch eine riesen Truppe damals in Nashkel, die Grenzen verteidigt hat, weil sie halt Baldurs Tor gefürchtet haben, sage ich mal, beziehungsweise weil sie Angriffe von denen gefürchtet haben und weil es halt Räuberangriffe und so weiter gab. Ein Torwächter. Hi. Sagt, was ihr von mir wollt. Hey, da, ihr seid hier nicht willkommen, fort mit euch.